Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Wir sprechen heute erneut mit der Mittelstandsinitiative. Die Mitglieder äußern ihre Kritik zum verlängerten Lockdown. Außerdem wird es bei uns nass. Es geht um das neue Niedrigwasserkonzept. Zuerst aber die aktuellen Corona-Zahlen. 9 neue Fälle gibt es in Cottbus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 106. In Quarantäne befinden sich fast 2000 Menschen. 3 weitere Personen sind gestorben. Sie waren vorerkrankt. Im Kaltin-Klinikum und im Sana-Herz-Zentrum Cottbus werden zusammen 32 Corona-Patienten behandelt. Die Hälfte davon liegt auf der Intensivstation. Im Landkreis Spree-Neiße gibt es heute 6 neue Corona-Fälle. Währenddessen musste in Cottbus eine Kita geschlossen werden. Dort gibt es anscheinend einen Corona-Fall. Der Betrieb ist bis zum 26. Februar eingestellt. Im Kaltin-Klinikum ist außerdem das Referenzlabor für den Nachweis der Mutationen inzwischen voll einsatzfähig. So können 5-10% aller positiven Testergebnisse auf mögliche Mutationen überprüft werden. Und genau diese Mutationen bereiten den Virologen Sorge. Und die Unternehmer hindern sie daran, schnell wieder zu öffnen. Doch ihnen reicht's inzwischen. Aus dem Inzidenzziel 50 wurde auf einmal eine 35. Somit bleiben die Läden weiterhin geschlossen. Verständnis dafür gibt es schon lange nicht mehr. Wieder wurde der Lockdown in der vergangenen Woche verlängert und wieder fühlen sich Unternehmer nicht richtig berücksichtigt. Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative in Cottbus findet viele Maßnahmen einfach unverhältnismäßig. Und es ist auch nicht logisch und auch nicht erklärbar, dass wir unsere Kunden oder unsere Mitarbeiter in Gefahr bringen würden bewusst. Das würde überhaupt nicht der Fall sein, im Gegenteil. Und hier wünschen wir uns auch ein bisschen mehr Intelligenz und ein bisschen mehr Mut auch von der Stadtverwaltung, aber vor allem aus Potsdam, mal neue Wege zu gehen und mal zu schauen, an welchen Stellen findet es denn wirklich statt. Sind die Hygieneämter, die jetzt also die Erfassung machen von entsprechend positiv Getesteten oder von kranken Menschen, sind die so weit, dass sie jetzt auch schon mal fragen, welche Struktur bei den Leuten zu Hause stattfindet? Sind die mehr in Cottbus unterwegs oder mehr außerhalb? Was bevorzugen die öffentlichen Verkehrsmittel beziehungsweise eben auch solche Fragen eben zu stellen, das schafft ja erstmal eine Übersicht darüber, wo an welchen Stellen Infektionen stattfinden. Die Mittelstandsinitiative wünscht sich mehr Entscheidungskraft auf kommunaler Ebene. Und da auch die Industrie- und Handelskammern wissen, dass es bei ihren Mitgliedsunternehmen immer mehr brennt, haben sie sich für einen weiteren Schritt entschieden, der Druck ausüben soll. Am Freitag haben die Brandenburger IHKs gemeinsam einen Brandbrief an die Landesregierung verfasst. Ja, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass man eigentlich diesen Weg geht, dass man sozusagen öffentlich an den Ministerpräsidenten herantritt. Das tut man ja eigentlich nur, wenn man im Grunde genommen nicht mehr weiterkommt. Ja. Und das eine ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass man wirklich in eine Fachdiskussion auf Augenhöhe einsteigt, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, ob Sie Herrn Wolfke schon gesehen haben, hier vor Ort bei Firmen. Ich habe ihn bisher nicht gesehen. Ich kenne es aus anderen Bundesländern, dass einfach da die Ministerpräsidenten auch in die Firmen gehen, dass sie eben auch diskutieren mit den Unternehmern, dass da auch das Gefühl ist, wir stehen hinter euch. Eine interne Reaktion von der Landesregierung soll es laut IHK Cottbus gestern noch gegeben haben. Die Mittelstandsinitiative will trotzdem weiter Druck machen. Wir werden definitiv gehört. Wir haben also dann also auch mit den Verantwortlichen in Potsdam dazu gesprochen. Die wissen, dass also in Cottbus etwas vorliegt, dass sich was bewegt. Und natürlich jeder aus seiner Sicht sagt, Moment, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen einfach jetzt mal neue Wege suchen. Und nicht nur eben durch Verbote, sondern eben auch wirklich durch Ausloten von Möglichkeiten. Die Hygienekonzepte dafür liegen in den Unternehmen noch aus dem letzten Jahr vor. Sie stehen also in den Startlöchern und hoffen, dass sie nach dem 7. März dann Schritt für Schritt wieder loslegen können. Am Landgericht Cottbus wird ein Fall, der große Schlagzeilen gemacht hat, neu verhandelt. Es geht um den Tod einer ägyptischen Studentin. Sie wurde 2017 an Ostern in der Berliner Straße angefahren. Der Aufprall war aber so stark, dass die Studentin in die Luft geschleudert wurde und im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben ist. Der Autofahrer wurde im letzten Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sein Verteidiger hat aber Berufung eingelegt. Am Landgericht Cottbus sollen die damaligen Zeugen noch einmal verhört werden. Mehrere Körperverletzungen hat es gestern Abend in Cottbus-Sandow gegeben. Ein Mann und seine Begleitung wurden laut Polizeiangaben von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Sie sollen sich zuvor heftig gestritten haben.
Anschließend wurde ein Mann auf dem Supermarktparkplatz in der Willy-Brandt-Straße zusammengeschlagen. Mehrere dunkel gekleidete Personen sollen aufgetaucht sein. Sie sind dann in Richtung Hammerschmidt-Hainstraße geflohen. Die Kriminalpolizei hat den ganzen Abend Spuren gesichert. Noch mehr Nachrichten folgen im Überblick. Wirtschaft und Politik sind die Themen. Voigt gedämpft Erwartungen. Ministerpräsident Dietmar Woidke hält es für zu früh, um bereits jetzt über mögliche Lockerungen in den Osterferien zu sprechen. Damit reagiert er auf Äußerungen des Berliner Regierenden Michael Müller vom Sonntag. Müller brachte mögliche Reiselockerungen ins Gespräch. Für Woidke machen solche Spekulationen wenig Sinn. In 6 Wochen könne viel passieren. Seine Haltung deckt sich mit der seines sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer. Laut Kretschmer dürfe man jetzt nicht alles zerstören, was man seit Dezember erreicht habe. Ein Jahr Russian Desk. Die IHK möchte die Beziehungen zwischen südbrandenburgischen und russischen Unternehmen stärken. Aus diesem Grund gibt es seit knapp einem Jahr das Projekt Russian Desk. Ziel ist es, Wirtschaftsbeziehungen zu stärken und Investitionen zu befördern. Laut IHK gab es im ersten Jahr Anfragen von 35 deutschen und russischen Unternehmen. Neben der Vermittlung von Lieferanten und Kooperationspartnern gab es auch Standortberatungen. Unter Anbetracht der aktuellen Bedingungen sei man bisher zufrieden. Dazu gehört nicht nur Corona, sondern auch die laufenden Sanktionen gegen Russland. Bei Energie Cottbus geht der Personalwechsel weiter. FC-Geschäftsführer Carsten Sachs verlässt den Verein. Sein Vertrag wird auf eigenen Wunsch zum Jahresende aufgelöst. Sachs ist seit 2 Jahren Geschäftsführer und hat seinen Vertrag erst im Herbst verlängert. Nach dem überraschenden Präsidiumswechsel wird demnächst also auch ein neuer Chef in der Geschäftsstelle gesucht. So sieht ein Wertstoffcontainerplatz in der Spremberger Vorstadt aus. Der in der Herzberger Jessener Straße ist regelmäßig vermüllt und dient anscheinend als illegaler Entsorgungsplatz. Immer wieder werden dort Gartenpools oder Farbreste abgestellt. Das Abfallunternehmen Albert zieht jetzt Konsequenzen. Bis auf die Altglascontainer werden alle anderen an diesem Standort ab dem 23. Februar abgezogen. Ausgetrocknete Flüsse und abgestorbene Bäume. Diese Bilder kennen wir aus dem Sommer noch ziemlich gut. Die Trockenheit setzt der Natur immer mehr zu. Und was fehlt, ist Wasser. In einem neuen Konzept wird nach Lösungen gesucht. Schnee und Regen sind aktuell eine Entlastung für den Cottbuser Wasserhaushalt. Die Trockenheit ist und bleibt allerdings ein Problem. Das gesamte Land Brandenburg hat unter den letzten 3 Dürresommern gelitten. Die Landesregierung hat sich deshalb jetzt dazu entschieden, ein Niedrigwasserkonzept zu erarbeiten. Klimaschutzminister Axel Vogel und Umweltministerin Anke Herrmann haben das gestern vorgestellt. Geplant ist unter anderem eine neue Infoplattform zum Thema Niedrigwasser. Die soll Behörden mit gesammelten Daten unterstützen. Konkrete Maßnahmen wurden allerdings nicht vorgestellt. Dafür seien die Landkreise zuständig. Auch in Cottbus spürt man die Auswirkungen der Trockenheit. Wir müssen generell konzeptionell uns auch anders aufstellen. Da sind die Fachexperten auch seitens des Landes schon zugegen, um Betrachtung anzustellen, weil die 3 Sommer haben uns gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass auch die Lausitz über Wassermangel sprechen muss. Wir haben es nicht nur an den Gewässern gesehen, wir haben es bei der Flutung des Ostsees erleben müssen, etc. pp. Also das ist schon spürbar bei uns hier in der Region. Im letzten Jahr musste die Stadt Cottbus ein Wasserentnahmeverbot erlassen. Das musste dann natürlich auch kontrolliert werden. Also in Summe sah es eigentlich relativ gut aus. Es gibt natürlich auch immer wieder den einen oder anderen, den man belehren muss. Es kam jetzt aber nicht zu irgendwelchen Bußgeldverfahren oder dergleichen. Aber das ein oder andere nette Wort war an der besagten Stelle dann doch schon notwendig bzw. auch angebracht. Die Stadtverwaltung wartet jetzt erst einmal auf die weiteren Ausarbeitungen des Landes. Das Niedrigwasserkonzept soll eine Handlungsleitlinie und ein Arbeitsplan für die Wasserwirtschaftsverwaltung sein. Die Cottbusserin Maja Wallstein will in den Bundestag. Sie tritt bei der Bundestagswahl als SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis Cottbus und Spree-Neiße an. Maja Wallstein ist 34 Jahre alt, Wissenschaftsmanagerin und zweifache Mutter. Sie übernimmt das Mandat von Ulrich Frese.
Cottbus gehört zu einer von 8 Städten in Brandenburg, die für die Zukunft fit gemacht werden sollen. Für ausgewählte Projekte fließt Geld. In der letzten Woche haben wir darüber bereits berichtet. Morgen sprechen wir ausführlich mit Bürgermeisterin Marietta Zschoppe. Nano Spiekerl übernimmt dann hier. Schönen Abend für Sie. Machen Sie es gut. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei mit der neuen App zum EGWohnen-Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.